Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe hier Füllwatte. Eine schöne Tüte, 500 Gramm Füllwatte für alle möglichen Projekte, die man sich vornimmt. Ob man was basteln will, so kleine Tiere oder Sockenfiguren. Da gibt es ja auch ganz tolle DIY-Anleitungen, wo man sich das angucken kann, wie man Sockenfiguren basteln kann. Schneemänner oder so gibt es ja davon. Oder eben für die Kissen zum Füllen. Oder auch, schaut mal, das ist so ein fluffiges Zeug, sowas. Das kann man auch so zwischenlegen. Hier hinten zum Beispiel bei so einer Winterlandschaft wie Schnee. Wie so eine Schneewehen so zwischengelegt. Sieht das bestimmt auch ganz toll aus. Oder einfach so über solche Bäumchen drüber weggezupft. So wie Schnee. Ja, muss man natürlich dann ein bisschen mit ein bisschen mehr Feingefühl machen. Aber es sieht dann sicherlich auch sehr hübsch aus. Ich mache das aber nochmal ab. Ich wollte es hier nicht dran haben. Wenn, dann höchstens woanders bei meinem Winterdorf. Ja, das kann man alles damit machen. Bietet sich auch an. Schaut mal, hier hat man wahrscheinlich aus der Not eine Tugend gemacht. Hier ist ein komplettes Kisseninlet gefüllt und das ist nicht ordentlich genäht gewesen oder so, weiß ich nicht. Jedenfalls ist es aufgegangen, ist aufgeplatzt, konnte als Kisseninlet nicht verkauft werden und jetzt hat man es so eingepackt und verkauft es als Füllwatte. Ist eine tolle Version, eine tolle Möglichkeit. Ich meine, die Ware ist ja deswegen nicht schlecht, die ist ja trotzdem top in Ordnung. Sie ist sogar günstig, wenn ich das vergleiche mit der Bastelwatte, die ich kürzlich gekauft hatte für mein Winterdorf. Die war schon ein Ticken teurer gewesen und ich finde das richtig gut. Das ist genial, zumal man hier auch noch eine Preisersparnis hat. Und ja, das ist einfach eine gute Idee. Das hier will ich aber für eine Kissenplatte nehmen. Also für, ja, wir haben früher mal Kissenplatten gesagt und das rutscht mir immer so über die Lippen, für einen Kissenbezug. Ich will einen Kissenbezug, der ganzjährig auf dem Sofa liegt, den will ich damit füllen. Und zwar direkt. Ohne solch Filz oder so. Ich will kein Inlet. Ich will dieses Kissen komplett füllen mit Füllwatte. Reißverschluss zu und Ruhe. Da kommt nichts raus. Das sind ja schließlich keine Geflügelfedern, so wie bei Federkissen, wo sich diese Spleißer irgendwann durch den Stoff durchpieken und dann kann man die immer so rauszupfen. Kennt ihr sicherlich auch noch. Aber sowas ist ja hier mit der Füllwatte nicht. Die bleibt ja drin. Wenn der Verschluss zu bleibt, bleibt die auch da drin. Und für mich ist es einfach praktischer. Denn auch bei den Sofakissen. Da liegen wir drauf, da liegen wir mit dem Kopf drauf. Das riecht dann irgendwann schon unangenehm. Das ist nicht schön, wenn da jeder drauf liegt. Jeder, der bei uns zu Besuch kommt, liegt auf den Kissen. Ja, nicht unsere Gäste insofern, sondern unsere Kinder, wenn die da sind. Die lümmeln sich gerne auf die Couch, so wie sie es von ihrer Kindheit her schon gewöhnt sind und liegen da. Irgendwann muss es einfach gewaschen werden und ich wasche das Inlet meistens mit. So, jetzt habe ich es doch hiermit viel einfacher. Da verrutscht nichts, verschiebt sich nichts und schon habe ich das top sauber zum Waschen. Und es zupft sich immer schnell wieder ordentlich hin, zupft sich wieder zurecht. Habe ich aber so ein Inlet, das verschiebt sich im Kissen, also muss ich es herausnehmen, getrennt waschen. Solch Vlies zum Beispiel würde das nicht oft mitmachen. Das reißt irgendwann, das ist empfindlicher. Und insofern bin ich viel besser beraten, wenn ich mein Kissen direkt fülle und dann fest verschließe, vielleicht noch den Reißverschluss mit ein, zwei Nadelstichen fixieren, damit da auch nicht aus Versehen aufgeht. Oder das Ganze in einem Wäschesack gewaschen, damit es nicht aufgeht. Und dann ist es super. Ja, das ist Polyester, diese Watte. Ist atmungsaktiv, hält keine Feuchtigkeit fest, trocknet ganz leicht wieder. Wenn man darauf liegt und schwitzt, nimmt es diese Feuchtigkeit nicht auf, sondern leitet es weg vom Körper. Und ist auch Anti-Schimmel, Anti-Milben, Anti-überhaupt. Ja, sehr hygienisch, weil an diesem Material hält sich nichts fest. Da kann sich nichts halten. Da fühlt sich auch kein Ungeziefer wohl. Ich empfehle das sehr gerne weiter. Eine tolle Sache, super und ja, mehr davon. Das ist wirklich günstig. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!